Müsst ihr mal schauen, die Hechen. Das ist, was wäre das Hechen haben? 15 Meter. Ja. Da hinten ist Oberkanten. Also gleich 15 Meter. Die Bude war einmal riesig. So, die Ruinen sind immer noch riesig. Also was das einmal war. Irre einfach. Und es verfolgt komplett. Einen schönen guten Morgen. Jetzt holen wir es noch einmal. Ich habe gerade die SD-Karten verabschiedet. Keine Ahnung, was der Camp hört. Ja, morgen ist es eh nicht mehr. Es ist schon 11 Uhr. Wir wollen schon ein bisschen Workout trainieren. Und haben ein bisschen noch von gestern alles zusammengerannt, weil es doch länger gedauert hat. Bei uns geht es heute noch. Rijeka. Genau, Rijeka. Wir machen Sightseeing, Enduro und Lost Places Tour. Ja, cool. Hoffe, wird ganz cool. Genau. Wir haben gestern nachts eigentlich nur alles ausgesucht, was wir so brauchen. Das Ganze machen wir heute mit den E-Bikes, mit unserer Convoy, mit den EWME. Ich bin ausgestattet, sogar mit Lampen. Ja, es wird nicht so lange dauern, hoffe ich. Nein, ich brauche es für ein Lost Place. Und deswegen haben wir die gleich aufgebunden. Zur Tour selber, ewig lang wärst du nicht, gell? Haben wir gesagt. Nein, aber wir müssen das Ganze mal schauen und wir verbinden es immer. Wir schauen jetzt dann etwas, was wir nicht kennen und hängen dann gleich halt ein paar Drehs dazu. Und das ist ganz eine coole Sache. Und wettermäßig. Das ist optimal eigentlich. Genau. Genau. Wenn es regnet, ist es voll warm gerade da. Ja, es ist so schön. Brutal. Also. Aber eben wenn es so heiß ist, ist in der Stadt erstens grausig und also Sightseeing ist einfach, ja. Und cool, ja. Genau. Von dem her haben wir das auf den Tag gelassen. So, jetzt packen wir es ja. Auf. So. Das, was da hinten herrscht, das sind nicht die jungen Zillertäuer, das sind irgendwas Partys. Wir sind jetzt auf der Party durchgefahren. Loka Joker geht es heute hier bei uns. Mit Motorsupport ist es halb so schlimm, aber es ist richtig schwül ist. Also fast schon Urlaub. Opatia, mega Stadt, die müsst ihr unbedingt mal schauen. Irgendwie als Kitzbühel von der Kwaner Bucht oder von Kroatien, gell? Ja. Also richtig heftig und Mordsherrenheißer und so. Richtig coole Sache. Ja, bei uns geht es jetzt gleich wieder weiter. Und Richtung Reg eigentlich, gell? Genau. Genau. Warte zum Tag. So, wir sind in Rijeka angekommen. War echt super cool. Durch ein paar Stunden sind wir auch durchgekommen. Da waren einmal Vorverbot gewesen, aber die sind da total in tief entspannt. Ja. Ja, wir stehen jetzt auf der anderen Seite von der ganzen Kwaner Bucht. Wir wohnen da mit der Enten. Das ist der Utschka. Und schaut echt von da richtig cool aus. Das ist auch richtig, richtig cool. Nein? Ja gut, wir sind ganz schön durchgeschwarzt mit den Radlern, also von denen her. Los ist da auch gar nicht so viel. Gut, das Wetter ist alles trifft wieder leicht. Also von denen her, wir haben nicht immer blauen Wetter, auch blauen Himmel bei uns und schönes Wetter. Aber es ist überhaupt nicht kalt und deswegen ganz cool da. Ja, jetzt sind wir eigentlich mitten in Rijeka drinnen, jetzt habe keine Ahnung, wo wir sind. Es ist echt Wachs, also die Gebäude und so. Wie ihr im Hintergrund seht, richtige Herrenhäuser, richtig cool. Und es geht auch mega zu. Also, da lebt die Stadt, gell? Es geht richtig zu. Ja, es geht echt richtig zu. Du magst dich einfach so konzentriert, es ist Stimme wegen schnell. Echt wachsen. Und echt voll skurril, also die Bauten und so, die Hochhäuser in Rijeka. Jetzt müsst ihr unbedingt am Umschauen. Und seht ihr das eh, also wirklich crazy. Ja. Gut, wir fahren jetzt weiter, ein bisschen am Berg auf und dann werden wir uns einen Fettschal gönnen. Ja. Wir sind jetzt in Rijeka beim Hafen gekommen. Also da können wir jetzt sehen, unsere Schiffe, was da so stehen. Wir kommen vorne mir die Maus und die ist auch. Nein, Spaß beiseite, das sind Privatjachten und die sind richtig krass. Also ich habe zwar keine Ahnung von Schiffen, aber es schaut einfach sauteil aus und es schaut sau sauber aus. Also dem, was das herrscht, der pflegt das Zeug richtig. Mega cool, mega beeindruckend auf jeden Fall. Das müsst ihr unbedingt anschauen, den Hafen. Bei uns ist leider halt wenig los, aber das sind irre Teile einfach. Und die ist jetzt dreistöckig. Die hat nur einen Stock drauf, ganz oben ist sogar ein Pool mit so einer Staude und so. Und jetzt mit unseren E-Bikes. Wir fahren nicht mehr so auf. Nein, ist eh gut. Und echt krass, also richtig, richtig geil. Was du siehst, das ist die größte, was da steht, private. Die ist so lang, da haut es mir einen Balken von Akku aus, wenn ich da vorbei radel. Das ist nicht nur ein großes Schiff, das ist abnormal. Das ist eine private, ich bin mir gerade erkundigt. Also das ist irre, einfach was sich da abspielt. Also wirklich krass. Ich habe ein paar so Häfen angefangen, San Remo und so, da sind auch große, aber die ist jetzt echt nur noch heftig. Also
das ist richtig krass. Ja. Wir sind nach oben, Wewe, Wurr heißt das da, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Liegt so auf 430 Meter über Adria. Total schräg, komplett auf vor alles Gebäude von Vallo Alpino, also echt coole Lost Places. Und eine richtig gute Aussicht aus. Ja. Da zieht zwar mal Regen gerade, ihr seht es da vorne, aber wirklich geile Aussicht. Also da ganz vorne ist die Insel Krk, der Übergang halt dann noch. Und da die Kulissen ist auch richtig cool. Jetzt schauen wir, wie der Trail da euch wird. Die Aussicht ist gar nicht so schlecht für 400 Meter, wie der Trail da euch wärst. Und ja, vielleicht finden wir noch ein paar coole Lost Places und dann geht's, finde ich, eh schon wieder zurück. Wir werden irgendwann Kaffee zischen. Vicky macht noch eine Storyline, ihr das Making of. Ausschauen kennst du es dann auf jedem Kanal. Alpino-Geschichte und das mit in Kroatien, könnt ihr mal nachlesen im Internet, warum das so ist. Mussolini hat da ein bisschen weiter gebaut. Ja, war damals wohl eine Freizeitbeschäftigung, muss man sagen, weil ein Einsatz hat er nicht wirklich gehabt. Wir nutzen halt jetzt die Wege, die sind ganz cool. Den kann man her zu mir. Ja, bist du da? Super. Die haben wir jetzt doch wirklich coole Pionierwege. Und mein E-Bike sowieso Wahnsinn, es geht aber leicht auf und nieder, man hat ewig viel Trailwetter und verliert total wenig Höhenmeter. Und so kriegen wir an die 400 Höhenmeter Abfahrt viel wie fast 1000 Jahre. Ja, also mein richtig E-Bike cool. Echt optimal. Siehst du das? Cool, ja. Ja. Wie man es mag. Thank you.
da mitten am Trail. Da bin ich jetzt auch abbauen müssen, weil es sieht mir da gar nichts. Haben wir ein altes Kraftwerk gefunden, also vermutet einmal sind, oder? Was sagst du? Ja, mal, ja. Und richtig geile Gumpen. Wow. Also, echt heftig. Also glasklares Wasser. Da geht der Bach hoch und da oben ist dann unser Trail und da sind wir auch gekommen. Genau. Und da hinten oben sind alles alte Bauten. So, ich steige jetzt da gerade an zu der Gumpen da. Und ich weiß nicht, da kann ich auch mit fürs Wasser gehen. Aber echt richtig krass einfach. Und wow. Und da ewig tief. Wow. Also das ist echt, wie wenn du meinst, du bist in Karibik oder so. Echt schräg. Jetzt gehen wir auf Expedition. Ich dachte, dass man noch einen Kraftwerk hat. Ja. Deswegen haben wir halt die Lampe mitgenommen. Also, wer dazu was weiß und so, der soll es in die Kommentare schreiben, was das in die Rekabon oder ins, wie du gesagt hast. Ja, genau. Also, maut die Freude, wenn sie. Ja, kam nicht mit dem Radl auf den Weg, ne? Boah, krass. Boah, riesig. Aber riesig. Aber wo, und ist immer noch riesig. Wow, das sind Riesendolmen. Das sind Riesendolmen. Wow. Wow. Na. Sogar markiert, schau, da geht der Weg auf. Oder hinten eine. Wow. Das Wasser gefasst worden. Wow. Wo immer das hergekommen ist, aber auch geholt haben, wahrscheinlich weit oben irgendwo. Ist da hinten aus, nein, dann macht er Kurve. Das hört ja gar nicht mehr auf, gell? Auch doch beim Gehen, gell? Mhm. Jetzt da? Mhm. Danke. Oh ja. Da kannst du. Da haust du aber noch einer. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Gut, dass ich kein Kroatisch komme, weil da steht was drauf. Ja. Ich möchte nicht wissen, was das heißt. Ja, da ist eine Straße auf. Ja, genau, da kommen wir auch wieder zurück. Thank you.
die Bäume. Jetzt sind wir an der Kerze drüben, oder? Huch, wie seht ihr das? Ich hab's auf der Links schon vom Bike kommen. Und vor der Echt durch diese Wüste. Links rinnt der Bach ist mega. Genau. Und da schaut sich für uns wieder vor. Du musst einmal schauen, die Hechen, das ist, was wäre das Hechen haben? 15 Meter. Ja. Da hinten ist Oberkanten. Also gleich 15 Meter. Die Bude war einmal riesig, oder die Ruinen sind immer noch riesig. Also was das einmal war. Irre einfach. Und das war voll komplett. Ja, jetzt war die Essen heute am Tag und wir spielen das für uns. Geschafft sein, ja. War ein guter Trailer. Ja, war lustige Tour, waren echt krasse Eindrücke. Cool, dass ihr dabei gewesen seid. Mhm. Ja, geht weiter. Vielleicht machen wir morgen noch was. Schauen wir mal, was wir so finden. Ja, aber zahlt sich auf alle Fälle aus für die, die was auf Los Places stehen und heute mal so. Da ist in der Stadt. Genau, also. Genau. In der Stadt, das ist gleich gleiche Gaudi wie Trias gewesen. Mhm. In der Stadt echt voll die Hektik, hinten mega ruhig und oben ewig viele Bienen über die Bäume, da ist es zugegangen, weil es war fünf Blüten da. Also echt bizarr und so. Durch das, mir schnell voll auf das, kommt man das dann auch richtig zum Ackern, weil man gut geschwitzt. Genau. Und jetzt haben wir es. Was von mir war das? Also, passt. Nächsten Mal. Und dann Daumen nach oben. Genau. Und kommentieren, was das für Gebäude sind. Auf alle Fälle. Macht's gut. Ciao.